Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Good to Know in Zelda Breath of the Wild. Heute will ich euch zeigen, wie man seine Flugroute ein wenig verlängern kann. Wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel hier hochfliege und sage, alles klar, ich will nach da hinten fliegen und merke jetzt, dass dann irgendwann unten am Boden irgendwas passiert, wo ich sage, oh, da würde ich jetzt ungern landen oder ich will vielleicht noch weiter fliegen für den Flugrekord oder sonst was, kann man Folgendes machen: Wenn ich merke, ich näher mich dem Boden, kann ich, wenn ich noch genug Stamina besitze, meinen Bogen zücken. Wenn ich Feuerpfeile ausgerüstet habe, kann ich auf den Boden schießen und dann wird dort ein neuer Aufwind entstehen. Wenn ich jetzt weiterfliege und dasselbe Spiel wiederhole, ja, mache, wollte ich erst sagen, kann ich hier drüben das Gleiche tun und gehe dann hier wieder in den Aufwind rein. Und so kann ich über den Weg meinen Flugweg auf jeden Fall verlängern. Das einzige Problem ist, dass ich gucken muss, dass meine Stamina, wie gerade, reicht, um natürlich den beliebten Flugpunkt oder den Flugpunkt meines Herzens dann trotzdem noch erreichen kann, ja. Weil der Aufwind das natürlich hier nicht wie bei Revalis Sturm auffüllt, meine Stamina. Und damit kann ich natürlich das Ganze nicht unendlich lange machen, aber ich kann meinen Flugweg kurz bevor es knapp wird auf jeden Fall verlängern. Gut, zum Beispiel, wenn ich den Flugrekord im kleinen Nebenquest ein bisschen höher machen will, da kann man locker durch die Idee hier auf 1000 Meter kommen. Man muss allerdings gucken, dass man natürlich vorher ausdauersparend geflogen ist. Ansonsten würde der ein oder andere das wahrscheinlich als Feuerpfeilverschwendung ansehen, aber es ist ja auch nur ein netter Trick, um halt in so einer schwierigen Situation das Ganze zu erleichtern. Was auch praktisch ist, ist, wenn es Gegner gibt, die viel mit Feuer kämpfen und sowas auslösen, oder wenn ich zum Beispiel gerade gegen einen Leuen am Verkacken bin, dann kann ich damit natürlich in die Luft mich absetzen und kann ihn dann von oben die ganze Zeit mit Pfeilen besticken, so lange, bis es für ihn vorbei ist. Das heißt, das ist auch eine ganz nützliche Art und Weise, die ganze Mechanik noch einzusetzen. Ansonsten, ja, ist das wie gesagt nur eine Kleinigkeit, um weiterhin oder länger in der Luft zu bleiben, unangenehme Gebiete zu überstehen oder unangenehme Situation hinter sich zu bringen oder eventuell auch um zu flüchten. Ansonsten ein netter kleiner Trick. Ich hoffe, das war nützlich, hat euch weitergeholfen und wird euch vielleicht in manchen einer Situation helfen. Mir hat es schon oft den Hintern gerettet, wenn es knapp wurde. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und über ein Abo. Schaut ruhig mal in die anderen Playlisten rein, da haben wir noch viel Interessantes und Lustiges gemacht. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen.